Mit dem eStream Evo TR3 hat Bulls ein besonders ausgewogenes Modell im Programm. TR steht bei Bulls ja immer für Trail, also für 120 mm Federweg. Es gibt auch eine AM, All-Mountain-Variante von diesem Rad, aber wir erklären die Punkte jetzt an dem Trail. Warum besonders ausgewogen? Wir haben verbaut den Brose S-Mag. Der Brose S-Mag zeichnet sich dadurch aus, dass er besonders leise ist und eine besonders natürliche Kraftentfaltung hat. Und dazu kommt noch, dass er mit seinen 90 Newtonmeter auch besonders kräftig ist. Der Akku ist formschön in das Unterrohr integriert und bietet eine Kapazität von bis zu 750 Wattstunden. Wie schon erwähnt, haben wir 120 mm sowohl vorne als auch hinten. Die Gabel ist eine RockShox 35 mit 35 mm Standrohren und einem ausreichend großen Chassis für ein E-Bike und kommt auch mit dem E-Bike Ready-Siegel. Hinten arbeitet ebenfalls ein RockShox-Federelement. Die Schaltung besteht bei diesem Modell aus einem Shimano SLX und Shimano XT Mix. Wir haben hier die große Kassette, 10 bis 51 Zähne und vorne ein Einfachkettenblatt geführt mit einer Kettenführung. Wichtig im Trail ist natürlich eine absenkbare Sattelstütze. Bei Bulls ist dieses rahmenhöhenabhängig. Wir haben hier eine mittlere Rahmenhöhe. Da haben wir 100 mm Hub und bei den größeren dann 125 oder 150 mm. Für mich, ich bin 1,84 m groß, wäre dieses Rad in M jetzt etwas zu klein. Ich würde dann das L wählen. Und wenn jemand größer als 1,90 m ist, dann soll der auf jeden Fall XL nehmen. In der Grenze müsste man das am besten beim Fachhändler vor Ort ausprobieren. Natürlich ist auch das eStream wie die meisten Bulls-Räder Monkey Link Ready und kann in Windeseile zum fertig ausgestatteten Rad gemacht werden. Und auch eine Trinkflasche kann installiert werden. Optional erhältlich für dieses Rad ist das Connect C-Modul, worüber Unterstützungsstufen individuell angepasst werden können.